Herzlich willkommen bei Dirksen Photography und Fotografieren mit Dirksen. Ich nehme euch mit hinter die Kulissen, auch hinter die Gedankengänge und nehme euch mit in die Bereiche, wo es nicht ums Fotomachen geht, sondern um die Philosophie dahinter. Und ich kann ja mal erzählen, was ich immer gerne so mache. Es gibt einige Websites, auf die ich immer raufgehe, eigentlich jeden Tag. Dazu gehört canonrumors.com, nikonrumors.com, sonyalpharumors.com, 43rumors.com, leicarumors.com, sigmarumors.com, fujirumors.com, slashcam.de und eoshd.com. Diese neuen Websites gucke ich mir eigentlich jeden Tag einmal an, auch wenn es nur für 2-3 Sekunden ist. Und es sind alles Seiten über Gerüchte, Rumors. Das bedeutet, auf den Seiten kommen die Kameras und Objektive, die vielleicht in 3 Monaten auf den Markt kommen. Ja, da steht dann zum Beispiel drin, Canon bringt ein neues Objektiv raus. Welches wird es wohl sein? Und alle denken, oh ja, welches kann es wohl sein? Und man freut sich. Man taucht ein in die Materie. Und ich hab mir immer gefragt, jetzt mal über den Job Fotografie, meine Herangehensweise war, was macht mich am glücklichsten? Was macht mich am glücklichsten? Welche Handlung macht mich am glücklichsten? Und Fotografie war damit ganz oben. Es gibt noch andere Sachen, aber Fotografie ist ein Bereich, der mich wirklich glücklich macht. Und das war der ausschlaggebende Punkt für mich zu sagen, damals, vor einigen Jahren, ich verdiene entweder mit der Fotografie mein Geld, oder gar nicht. Und die ersten 8 Monate habe ich gar nichts verdient. Und jetzt sieht es anders aus, jetzt ist alles gut. Und ich bin dankbar für diese harte Zeit, denn es kamen die Momente, wo ich überlegt habe, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, mir einen Nebenjob zu suchen, um überhaupt die Miete zahlen zu können. Dann habe ich aber zurückgezogen und gesagt, nein, kein Plan B. Ich entscheide mich für eine Richtung, wo ich weiß, das ist die richtige Richtung. Und zwar, ich weiß, jetzt nicht vom Bankkonto her. Ich hätte auch sagen können, oh, ich habe jetzt 4 Monate nichts verdient, das hat nicht geklappt, dann bewerbe ich mich mit meinem Uni-Abschluss. Oder ich gehe zurück in die Versicherung mit meiner Ausbildung zum Versicherungsfachmann. Ist ja auch alles möglich. Aber das hat mir nicht das Gefühl gegeben, ich tue was Großartiges. Was ich vorher gemacht habe, hat mir nicht das Gefühl gegeben, ich bin stolz auf das, was ich tue. Heute gucke ich mir manchmal, ich schließe irgendeine Festplatte an und gebe irgendein Datum ein, 3. Mai 2014, und da kommen irgendwelche Bilder von irgendwelchen Leuten. Oder ich gebe den 18. Juni 2013 ein. Und es kommen irgendwelche Bilder von Leuten. Und ich sehe die Arbeit bleibt. Ich mache ein Foto in einer Sekunde und das Foto bleibt ein Leben lang. Die Arbeit bleibt. Und es gibt nicht viele Jobs, wo das so ist. Wenn dich dein Kind fragt, Papa, was hast du eigentlich in deinem Leben gearbeitet? Dann werde ich ihm hunderttausende Bilder zeigen können. Und mein Kind hat dann eine genaue Ahnung, was ich mache. Anderen Menschen helfen. Und das war mir wichtig. Mir war wichtig, bei Arbeit, ich möchte, dass die Arbeit bleibt. Wenn ich am Ende des Jahres bin, dass ich für mich gucken kann, was habe ich dieses Jahr gemacht. Und bei der Versicherung hatte ich nur Papier in der Hand. Da kann man gut Geld verdienen. Ich kenne Leute, die richtig viel Geld verdienen. Einige sogar 100.000 im Monat. War mir nicht wichtig. Brauche ich gar nicht. Ich brauche von Montag bis Sonntag das Gefühl, das, was ich jetzt gerade mache, finde ich geil. Finde ich großartig. Würde ich auch machen, wenn ich nichts dafür bekäme. Ich mache mein Hobby zum Beruf. Und ich habe auch so angefangen, nichts dafür zu nehmen. Die erste Kamera habe ich 2009 gekauft, Canon 1000D. Wie viele auch, habe ich angefangen, Blumen zu fotografieren. Meine Katze, meine Eltern, auch mal mich in dieser Selfie
Position und dann weiter den Freundeskreis. Und dann auch mal Freunde von Freunden. Immer alles kostenlos. Und es hat mich so glücklich gemacht, das Gefühl, ich arbeite nicht für Geld, ich arbeite für ein Gefühl. Deswegen auch die Straßenfotografie, wenn ich mal frei habe, wenn ich Samstag keine Hochzeit habe und mir langweilig ist, dann gehe ich raus und fotografiere Leute, weil mir das ein tolles Gefühl gibt. Meine Arbeit ist nicht dafür da, damit ich viel Geld verdiene. Das ist nicht die Motivation. Das ist mir nicht wichtig. Mir ist wichtig, ein außergewöhnliches Gefühl zu haben, von Montag bis Sonntag, wenn ich aufstehe, bis ich ins Bett gehe. Jeden Tag. Und da bin ich. Und das Schöne ist, wenn man diesen Moment erreicht hat, dann braucht man keinen Urlaub mehr. Und man braucht auch kein Wochenende mehr. Und wenn man dann doch mal in den Urlaub fährt oder ins Wochenende, dann nehme ich das mit, was mir am liebsten ist. Das ist meine Freundin und das ist die Fotografie. Und das habe ich dann immer bei mir. Die wichtigsten Dinge in meinem Leben habe ich dann immer bei mir und ich kann sie kombinieren. Ich kann meine Freundin fotografieren, sie kann mich fotografieren, sie kann mir helfen, andere Leute zu fotografieren. Und ich lebe meinen Traum. Weil ich damals entschieden habe, ich verdiene entweder Geld mit der Fotografie oder gar nicht. Und ich habe angefangen, Flyer zu verteilen auf der Straße. Da kam nie was zurück. Und dann habe ich mir gesagt, hey, wenn ich den Leuten Flyer verteile mit den Rede und da kommt nie was zurück, dann fotografiere ich die Leute direkt da, wo ich sie anspreche. Und so habe ich für mich die Street Photography entwickelt. Als einen Bereich Geld zu verdienen. Das ist nicht mein Hauptbereich, aber es ist der Bereich, an den ich am liebsten eintauche. Wo ich einfach mal sage, ich brauche nur 3 Minuten mit einer Person und es kommen außergewöhnliche Bilder bei raus. Und alles mit meinem Lieblingsobjektiv, dem 100 Euro 50mm 1.8 an einer Vollformatkamera. Menschen begeistern. Das, was mir ein schönes Gefühl gibt, Fotografie, mit anderen zu teilen. Dadurch, dass ich andere fotografiere. Denn das Schöne an der Fotografie für mich ist, wenn die Leute ihre Bilder sehen und sich freuen. Deswegen fotografiere ich auch keine Blumen mehr. Ich fotografiere auch, wenn ich in einer anderen Stadt bin, auch kaum Gebäude oder Sehenswürdigkeiten. Weil wenn ich das fotografiert habe, wem soll ich die Bilder geben? Niemand freut sich. Gebäude freuen sich nicht, wenn ich sie fotografiere. Aber wenn ich ein Pärchen sehe, irgendwo, in irgendeinem Land, in Spanien, Frankreich oder in Deutschland, und es sitzt einfach da, und ich sehe, die haben Spaß zusammen, ich fotografiere die, die freuen sich. Die gehen nach Hause, auch wenn sie sich was Teures gekauft haben an dem Tag. Vielleicht neue Schuhe, eine neue Jacke. Das Highlight wird wahrscheinlich sein, dass sie angesprochen wurden von einem Fotografen, der sie fotografiert hat und dann im Nachhinein tolle Bilder erhalten. Leidenschaft mit anderen teilen, Begeisterung teilen, gemeinsam etwas aus dem Nichts schaffen. Egal wo und egal mit wem. Das war's.